Ja, schön, dass du heute wieder bei einem Herzflow-Kongress 2023 dabei bist und heute wieder mit einem wundervollen Menschen, dem lieben Carsten Dunker aus Hamburg und der seit 40 Jahren Tao macht und ganz, ganz viel mehr Dinge. Und wir haben schon im Vorgespräch gerade so spannende Dinge gesprochen, wo wir bestimmt jetzt im Interview auch gleich reinjumpen. Carsten, erstmal herzlich willkommen, dass du heute dabei bist. Ja, danke für die Einladung, Timo. Und ich bin auch gespannt, was du fragst. Ja. Da Ja, ich gehen bin gespannt. wir doch schon mal sofort zu dem Wort Spannung, gespannt. Warum glaubst du oder was glaubst du, war in deinem Leben ein ausschlaggebender Punkt, um Spannung und Entspannung einen Raum zu geben? Und vor allem, was machst du? Was hast du in den letzten 40 Jahren erlebt? Nimm uns vielleicht mal so ein bisschen mit. Einmal, was ist Spannung und Entspannung? Wie hast du da Punkte kennenlernen dürfen in deinem Leben? Wow, das ist ein Riesending. Aber so spontan würde ich jetzt sagen, wenn ich deine Frage richtig verstehe, du fragst ja, was war ein ausschlaggebender Punkt, damit ich mehr mit Spannung, Entspannung umgehen konnte. Genau, richtig. Und eigentlich gab es eine große Veränderung in meinem Leben, als ich 14 Jahre alt war. Und das war so die Zeit, ja, da haben alle in der Schule Parka getragen und Joints geraucht, die älter waren, die 16-, 17-Jährigen. Und saßen dann so rum und haben über Politik geredet, aber mehr so in der Passivität. Und alles war nicht so lebendig. Aber ich habe in mir so in dieser pubertären Phase auch so viel Spannung gefühlt, die eigentlich raus wollte in Lebendigkeit. Und das ist jetzt ein wichtiges Thema in Wachstum, dass ich merke, ich wollte mich entfalten, auch über die Körperlichkeit, mein ganzes Sein entfalten. Und merkte so, was ist hier eigentlich los? Alle sitzen so, wir haben Sportunterricht, aber und dann hatte ich einen Film gesehen im Kino und der hieß tatsächlich so ähnlich wie Die Rückkehr der Shaolin-Kämpfer oder etwas in der Form. Und es hat mich tief berührt. Das hat mich so tief berührt, dass ich rausgegangen bin aus dem Film und gespürt habe, mein Leben geht in diese Richtung und ich werde diese Sachen lernen und wahrscheinlich die nächsten, ja, 20, 30, 40 Jahre. Und das Entscheidende an dem Film war, was mich berührt hat, dass ich gesehen habe, da ist eine Körperlichkeit, der ich Ausdruck gebe, mit der ich Spannung loslasse, aber gleichzeitig wachse, stark werde, innerlich Raum gewinnen, weil die haben sich auch bewegt im Raum da körperlich und sind so gesprungen. Und das war verbunden mit, so sind ja die Filmszenen auch, mit eine Einbettung in der Natur, wo ich merkte, wow, die nehmen die Natur wahr, das Leben. Und gleichzeitig mit Meditation, da war dann ein alter Meister, der meditiert hat. Und parallel mit Heilung und Akupunktur, was in dem Film dann auch vorkam. Und dann merkte ich, Wahnsinn, das ist es. Und das ist es auch so, wo ich dann spürte, da kann ich eine Balance gewinnen in mir von meinen praktisch meinem inneren Potenzial, was wachsen will, was ja auch eine Spannung gibt, aber irgendwie in dem gesellschaftlichen Rahmen vorher nicht richtig wachsen konnte oder keinen Ausdruck gefunden hat. Und gleichzeitig auf dem nächsten Level, wie du es ja in der Frage andeutest, so auch für den Alltag eine Balance von Spannung, Entspannung oder Dynamik und Pause und Yin und Yang. Genau. Das war mein erster Ansatz. Wie du siehst, ist das ein tiefes Gesetz. Im Anfang zeigt sich praktisch alles, weil viele dachten später, oh, der Carsten macht Karate oder der Carsten macht Kung Fu, ist es mit Karate angefangen. Aber eigentlich war von Anbeginn an Heilung dabei und Meditation nur versteckter. Ja. Spannend. Also, wenn man dich so anschaut oder wenn ich dich so wahrnehme, dann nehme ich wahr, einen Menschen, der sehr in sich ruht, der sehr positiv, also jedenfalls so wie du es rüberbringst, hat es sehr viel Charisma und Ausstrahlung. Jetzt reden wir über Kampfkunst auch so ein Stück weit. Wir reden bestimmt heute auch über Tao, wir reden aber auch über das Herz und wir reden über Flow. Wie hast du in deinem Leben Flow erlebt oder was ist für dich überhaupt Flow in deiner Interpretation? Und ja, was hat das Ganze mit Tao, mit dem Herz und mit Flow zu tun? Also nimm uns vielleicht mal mit in diese Welt. Wow, da brauchen wir ja schon eine Kernintelligenz, um diese komplexen Fragen hier zu beantworten. Also war auch die erste Frage, wie habe ich Flow erlebt? Ja, Ja, das genau. ist der erste Teil.
Ja, auf verschiedenste Art und Weisen. So einmal, du sagst, was hast du vorher ausgedrückt? Ich wollte da noch was zu sagen. Ich wirke positiv, etc. Ja, ist wunderbar. Ich spüre auch trotzdem noch alte Muster in mir. Ich merke, das ist Teil dieser menschlichen Geschichte. Ja, dass ich spüre, hey, das sind noch alte Elemente von mir, die sind noch aus der Pubertät oder aus der Kindheit oder in mir angelegt. Und so sind wir einfach. Ja. So manchmal, zum Beispiel, werde ich energetisch auch zu schnell oder verunsichert und solche Geschichten. Und das hatte ich immer schon, als Kind auch. Und ich habe es jetzt als Zeichen von Reife erfunden, dass das einfach ein Teil von mir ist und da ist und sein darf und ich das umarmen darf und dass alles andere auch weiter wächst und Traumata mit der Zeit immer mehr aufgelöst werden. Das ist wichtig als Ergänzung zu dem, was du gerade sagtest. Ein Flow habe ich erlebt auch. Ja, da muss ich. Da gibt es eigentlich zwei Antworten. Also einmal, wo ich diese Entscheidung getroffen habe, vom Herz, dem zu folgen mit dem Kung-Fu und allem. Das begann ja mit einem Kung-Fu-Film. Und ich bin hier eigentlich nicht in Hamburg, sondern im Vorort von Hamburg, wo ich wieder hingezogen bin, in Geesthacht an der Elbe. Und da habe ich als Kind auch gelebt, aber die letzten 25 Jahre nicht, also in der Zwischenzeit. Und dann gab es natürlich keinen Kung-Fu. Also bin ich mit Karate begonnen. So, ich antworte auf den Flow in zwei Varianten. Ist das okay? Das so Hey, Carsten, das ist für die super rote okay. Linie. Pass auf. Und ich habe den ersten Flow erlebt, aber ich bin zum Karate gekommen und habe gemerkt, wow, das ist super. Ich kann Kampfkunst lernen, aber da ist mir zu wenig Flow. Weil ich habe mir eigentlich gewünscht, auch dass ich ganz lebendig werde, flüssig auch. Ja? Also mein ganzes Sein flüssig werde und ja, noch flexibler, auch mehr in den Beziehungsraum gehen kann. Und das ist im Karate zum Beispiel gar nicht der Fall gewesen, weil Karate hat praktisch, das ist wichtig zu verstehen, denn alles Körperliche, was sich tief in deinem Körper, in deinem Sein umsetzt, physisch, zeigt sich ja auch nachher im Beziehungsraum oder in emotionalen Themen. Und Karate hat zum Punkt, hier will ich hinschlagen und da geht meine Faust jetzt hin praktisch. Und ich habe hier einen Fokus. Aber Kung-Fu hat diesen Fokus nicht. Kung-Fu hat einen Fokus, genau wie Tai Chi. Da ist ein Gegenüber und ich möchte ihn oder sie wahrnehmen. Und die Person kommt auf mich zu und wie kann ich das abwehren oder wie kann ich die Person in meinen Beziehungsraum aufnehmen und sie fühlen? Das ist eine ganz andere Idee. Deshalb, also auch bei den Bewegungen mit Partnerübungen, man interagiert mehr, man kommt mehr in den Fluss hinein. Und das ist ganz spannend im Kung-Fu. Und das war eigentlich meine Reise in den Flow, dass ich anfing mit Karate, merkte, oh, ich möchte mehr Kung-Fu lernen. Ja. Und gleichzeitig, das Kung-Fu hier war super, aber noch viel zu viel auf westliches Kung-Fu mit irgendwie Kämpfen und Leisten. Und dann bin ich ja nach China gefahren. Das war, Mensch, das ist jetzt schon fast 30 Jahre her. Wahnsinn, ne? Also von 21 bis 25 die Zeit war ich meistens in Taiwan. Ich sage immer China, weil ich auch in China war. Was war denn in Taiwan? Und habe 3 Jahre dort Kung Fu gelernt. Und das waren hauptsächlich Luftsprünge und Form mit Bewegung, Fluss und so weiter. Also Sachen, die man in den Filmen auch viel sieht, sehr ästhetische Sachen. Und da war in meinem Sein so ein Gefühl, ich wollte die Unendlichkeit spüren und in einen totalen Flow kommen. Also so ein bisschen wie beim Eislaufen, weißt du, wenn die so durch die Luft wirbeln. So ähnlich ist es auch beim Kung-Fu. Und gemerkt so, wow, mein Körper wurde immer weiter und ich konnte so eine Grenzenlosigkeit wahrnehmen. Ja, das hat eigentlich mein Leben ganz tief verändert. Und ich erzähle diesen Bereich kurz zu Ende. Und es ist dann von dem Kung-Fu eher übergegangen nachher, dass ich spürte, aha, jetzt will das Herz auch mehr Raum bekommen, weil alles wird weit. So, ich lerne Qigong und gehe mehr in tiefe Atmung und schaue noch mehr ins Innere. Wie kann sich mein Herz mitentfalten? Und als nächster Schritt habe ich dann Qigong gelernt, was Shangchen Qigong heißt, also Qigong der Liebe, wo ganz viel Herzmeditation waren und so weiter und so weiter. Und dann ging das immer mehr praktisch von dem Außenbereich auch
in Bereiche hinein. Siehst du, da ist so ein Prozess entstanden und spannend. Ja, man kann auf deine Fragen wirklich viel sagen. Da ist so ein Prozess. Der große Raum, der da ist, genau. Da ist so ein Prozess entstanden, der so über verschiedene Stufen geht. Hättest du mir vorher gesagt, ja, wenn du jetzt anfängst mit Karate, dann endest du beim Qigong der Liebe. Und später bin ich dann mehr in die Mystik gegangen für viele Jahre. Also als parallel schon, aber dann noch mehr in Mystik, Mantren, Stille. Da hätte ich gesagt, ja, du hast ja nicht alle. Ja, ich will ja Kung Fu lernen und das. Oder Qigong interessiert mich auch gar nicht. Aber wenn ich im Nachhinein gucke, so von der Metaperspektive, war das wie so ein Flow in meinem Leben, dass es immer weiter verschiedene Lernstufen gab. Und das war einer der Bereiche. Und der andere war, und das weiß ich gar nicht, ob ich das jetzt so, ist ein bisschen privat. Wenn du es hören magst, erzähle ich das. Natürlich wollen wir private Sachen auch wissen. Natürlich. Ja, die andere Geschichte war etwas, was mich sehr berührt hat, was ich erst gar nicht verstanden habe, dass ich praktisch so vom Herzen Entscheidungen getroffen habe. Ich möchte diesen Weg gehen und mit Karate und Kung Fu und studiere jetzt auch Chinesisch. Also ich habe ja Sinologie studiert dann, auch erst an der Uni hier und dann in Taiwan und dann wieder in Hamburg. Und da ist ja parallel jemand in mir, in meinem Kopf, der dann fragt, ja, was mache ich denn beruflich damit? Und viele haben mich dann angesprochen, ja, was willst du denn werden? Und das Spannende war, mein Professor an der Uni hat er dann auch gesagt, nach ein paar Semestern, ich saß dann da ganz fleißig so in der ersten Reihe und der Professor sagte, ah ja, übrigens, wenn Sie hier Chinesisch studieren, das ist ja keine Berufsqualifikation. Ich dachte, aha. Und dann sagte er dann, ja, wenn Sie Übersetzer werden wollen oder ähnliches, das ist in Bonn, das ist nicht hier. Ja, hier lernen Sie eigentlich mit Worten umzugehen und dann müssen Sie daraus einen eigenen Beruf machen. Dann dachte ich, ach, meine Güte, ja, so. Und da war dann ja auch so ein Erwachsener in mir, der guckte, okay, vielleicht soll ich Journalist werden oder sowas. Das hat mich angesprochen. Da habe ich das eine Zeit versucht. Und in der Regel fragen auch viele, Mensch, China, Wirtschaft, da kannst du doch voll durchstarten. Merkte ich aber null Resonanz. Aber zu deinem Flow war das so, dass als ich angefangen habe mit journalistischen Geschichten in Taiwan auch was geschrieben habe, sind die merkwürdigsten Dinge passiert, die mich davon abgehalten haben, weiterzumachen und die wirklich mein ganzes Weltbild auf den Kopf gestellt haben. Und jetzt willst du hören, was da passiert ist. Ja. Richtig, genau, weil ja nichts Ja. ohne Zufall oder Weil ohne das hatte Grund. viel mit Herz zu tun und hat mich eigentlich auch dahin getragen, in dem Bereich, was ich jetzt mache. Also eine ganz wichtige Episode war die, da gibt es viele, viele Episoden, dass ich in Taiwan halt die Kung-Fu-Übung gemacht habe, im Park draußen und ich war 21, sah aber aus wie 12,5 irgendwie, weil ich da eh so erschöpft war und geübt habe. Und da war auch viel Publikum draußen, weil wir auch Wochenende immer da standen und alle hatten frei. Manchmal standen da 200 Leute, haben zugeguckt. Und jetzt kam ein junger Mann aus Nepal in einem nepalesischen Rock. Ich glaube, es war Nepal. Also es ist wirklich 30 Jahre her fast. Und ja, sogar noch länger, meine Güte, noch länger her. Und er kam auf mich zu und sagte, hey, wer bist du denn? Und er sagte, ich bin so begeistert. Ich sage, warum? Mein Kung Fu ist gerade so anfänglich hier. Ich bin jetzt der neue Newcomer. Ich komme eigentlich vom Karate. Und er sagte, nein, aber du hast noch so ein simples Herz. Du folgst einfach deinem Traum. Ich sehe da wenig Persönlichkeit. Und das spricht mich an. Und dann dachte ich, huch, was ist hier los? Das ist keine normale Konversation. Und dann sagte ich, wie heißt du denn? Und dann sagte er, ich heiße Ren Wu Ming, Menschlichkeit ohne Namen. Da dachte ich, wer heißt denn so? Also namenlose Menschlichkeit, wer heißt denn so? Sagt er, ja, ich bin eigentlich Mönch und jetzt reise ich umher ein paar Jahre so frei. Und dann haben wir noch länger gesprochen und uns ein bisschen angefreundet.
Und das hat mich sehr berührt und motiviert, weiterzumachen. Aber dann in meiner journalistischen Phase in Taiwan, die wirklich sehr anstrengend war, weil ich wollte unbedingt Artikel veröffentlichen für die Tageszeitung hier und habe mich da stundenlang hingesetzt und brauchte 2,5 Cappuccino, um einen Artikel nachmittags so weiterzuschreiben. Da war ich einmal so erschöpft, dass ich von der Sprachschule zurückfuhr mit dem Moped an dem bekannten Park vorbei in Taipeh und dachte, oh, das war ein anstrengender Tag, jetzt bin ich hier noch im Stau. Ist zwar nicht so ein gutes Wetter und merke so, oh, irgendwas zieht mich in den Park. Ich glaube, ich brauche mal eine Pause. Oh, vielleicht ist da auch irgendwas Interessantes, was ich unbewusst wahrgenommen habe. Ja, dann ging ich im Park umher und da war nichts Interessantes. Das war wirklich Regenwetter und ja, da war kaum jemand. Und ich merkte, komisch, irgendwas zieht mich hierher. Und dann spürte ich eine Präsenz und drehe mich um und dann kommt Ren Wuming auf mich zu, dieser Mönch. Also er kam auf mich zu. Ich hatte den 2 Jahre nicht gesehen, überleg mal, oder 2,5. Der war zwischendurch wieder in Nepal oder sonst wo. Von 30 Meter Entfernung und er sagt kein Wort, kommt auf mich zu, nimmt mein Gesicht, zieht mein Gesicht auseinander und sagt, was machst du? Wo ist das Kind in dir? Wo ist diese Innozenz, diese Unschuld? Du entwickelst Persönlichkeit. Zieht wieder an meinem Gesicht und sagte, das brauchst du nicht. Und das hat mich so tief berührt. Also das kannst du dir nicht vorstellen, das hat mich so tief berührt. Und ich habe gemerkt, wenn hier ein Mensch kommt und ich fühle gleichzeitig, dass da was kommt und ich den 3 Jahre nicht sehe und der nur auf mich zugeht und mein Gesicht zieht und mir das vorher schon gesagt hat, dann sollte ich diese Sachen ruhig weitermachen, egal was kommt. Und ich folge dem einfach. Das war so ein Gefühl wie all in. Und ich konnte mir nicht vorstellen, dass mit dem Kung-Fu irgendwas Berufliches kommt, weil ich hatte auch nicht die Idee, eine Kung-Fu-Schule aufzumachen. Und meinetwegen, ich mache jetzt mal so einen Spaß, so ein Guru für Achtjährige zu werden, die da rumspringen oder so, ja, oder Akrobatik zu üben. Ja, und das ist eine der prägenden Geschichten. Ja. Und andere Geschichten waren zum Beispiel, dass ich nach Thailand gefahren bin und ich wollte gerne ein Kloster aufsuchen. Und da kam dann auch plötzlich ein ganz Unbekannter, sagte, ich fahre nach Koh Samui unten, willst du mit? Und ich dachte, ja, ich steige da ein. Und ich bin mitgefahren und plötzlich, der ging aufs rechte Boot und ich habe einfach den Fuß aufs linke Boot bewegt und gemerkt, huch, das fuhr dann direkt zum Kloster. Und dann stand ich da vor Leuten, die sagten, ja, wir kommen gerade aus dem Kloster und das ist da gegenüber und da kannst du meditieren und weißt du, so wie so eine Führung halt. Und in dem Kloster war ich vor 2 Jahren nochmal und insgesamt 14 oder 15 Mal über Jahrzehnte. Und ich kannte nicht mal die Adresse. Und das prägt mich bis heute in allem, was ich mache. Also auch die Klosteraufenthalte. Und das ist der zweite Teil von dem Flow, wo ich spürte, wow, so folg einfach deinem Herz und also auch für mich. Und da kommt schon was und das geht dann weiter in eine andere Richtung, die ich vielleicht noch gar nicht kenne, die sich erst entfaltet, wenn ich ein paar Schritte weiter gegangen bin. Wow. Ich möchte kurz was zusammenfassen, was ich jetzt wahrgenommen habe aus deiner Geschichte, was aus diesem Raum kommt, wenn das für dich in Ordnung ist. Passt zusammen. Ich höre gern zu. Flow entsteht über den Körper oder kann über den Körper entstehen, wenn wir selbst in der Bewegung des Lebens sind und die Lebendigkeit zulassen. Und es gibt Momente, in denen du sozusagen, wenn du die Führung siehst oder wenn du weißt, dass das Herz oder dein Flow da ist, der ist ja immer da, glaube ich. Ist nur die Frage, ob du es zulässt. Dann kommt das Herz. Und wenn du deinem Herzen folgst und so wie du auch das beschrieben hast mit diesem Mönch, diese innere Kindlichkeit, so, also sprich dieses, wo ist dein Kind? Wo ist das Kind in dir, was du tust und was du lebst?
dann ist das Herz ja in Stimmigkeit mit dem, was du da tust, so wie ich es jetzt von dir wahrgenommen habe. Und dann ist das ja was, auch dass dieser Mönch dann nach mehreren Monaten oder Jahren wieder auftaucht. Nach Jahren, genau. Nach Jahren ist ja dann auch wieder so, na, könnte der Verstand sagen, naja, war Zufall. Aber ganz ehrlich, was ist schon Zufall? Und das zeigt ja dann auch, dass das Leben immer auf dich zukommt, wenn du, das glaube ich sehr stark, deinem Herzen folgst. Und das ist das, was ich bei dir in deiner Geschichte so wunderbar erlebt und gesehen und gespürt habe. Und dann ist ja der Raum ganz anders, weil dann bist du, also das finde ich immer so wichtig, hat der Raum dich oder bist du der Raum? Und diesen Raum dir zu geben, auch genau deinem Herzen zu folgen, das finde ich so wichtig. Und das ist das, was ich bei dir rausgehört habe, über meine Interpretation logischerweise, aber du kannst mir nicht sagen, ob ich das so für dich stimmig wiedergegeben habe. Du hast das recht gut wiedergegeben und wir sind ja hier auch so ganz persönlich gestartet und vielleicht ist das auch für die Zuschauer, lieber Zuschauer, ja, vielleicht ist das für dich auch spannend so, weil es ist ja irgendwie in dem Sinn auch echt und keine Theorie. Ich kann was ergänzen dazu, weil, also es gibt ja so einen Punkt, das zieht dich vom Herzen in eine Richtung, meinetwegen Künstler zu werden oder ähnliches. Und du siehst dann auch, ja, ich könnte das schaffen. Bei mir war jetzt noch so ein besonderer Punkt dabei. Ich habe ja Chinesisch studiert und wollte in diesen Flow kommen, in diesen Fluss von Kung Fu. Und auch diese Qualitäten haben mich angezogen von Körperlichkeit, Präsenz und im Bauch ankommen, die ich damals in der Kindheit noch gar nicht so verbalisieren konnte. Ja? Also warum? Ich habe mich halt aus Gefühl angezogen. Ich wollte das einfach in mir fühlen, so sein. Aber das hat schon auch viel Mut von mir gekostet, so zu schauen, okay, ich komme jetzt hier weiter, also ich komme jetzt hier wieder zurück nach Hamburg, mache mein Studium weiter und studiere aber jetzt nichts, wo ich Geld mit verdienen kann, sondern konsequent was mit Philosophie und Daoismus. Ich habe meine Abschlussarbeit über Qi geschrieben, überlege mal. Da kannst du eigentlich null mit verdienen. Außer du wärst Professor einer Uni, was mich auch nicht angezogen hat, weil es ist viel Bücherstudium. Ja. Und nur Kung-Fu gemacht und ich wollte keine Kung-Fu-Schule aufmachen. Also da habe ich eigentlich vom Kopf nur gedacht, ja, ich muss ja total spinnen. Aber im Herz hatte ich so ein Gefühl, nee, das ist alles okay, da kommt schon was. Und das war spannend, weil da haben mich auch verschiedene Leute gefragt, ja, was willst du denn eigentlich machen? Ich sage, da kommt schon was. Und andere haben gesagt, so meistens Ältere, jetzt muss auch mal Schluss sein mit dieser Kampfkunst und allem da. Das reicht. Du musst doch mal gucken, was du wirklich beruflich machen willst. Ja, und ich hatte das Gefühl, da kommt was, ich bin hier richtig. Und tatsächlich kam dann ja so was mit Qigong oder Daoismus, dann war Mantak Shia plötzlich in Deutschland einer meiner Hauptlehrer danach in dem Bereich mit Energiearbeit und auch Herzöffnung und ich merkte, wow, das will ich lernen und der kommt ja auch von den Kampfkünsten und dann ist das so ein fließender Übergang geworden, dass ich da mehr reingegangen bin in die ganze Geschichte und das auch beruflich machen konnte. Aber ich wusste, du lachst, ich wusste, als mein Professor mir gesagt hat, willst du nicht über Chivas schreiben, weil du machst doch eh nur so ein Zeug. Da habe ich zu meinem Professor gesagt, das ist doch totaler Irrsinn, die Chinesen wissen ja selbst nicht, was das ist mit dem Qi, das steht in jedem Buch anders. Und dann sagte der Professor, war so ein alter Wiener, ja wunderbar, dann erforschst du das halt mal, du erforschst das einfach mal 2 Jahre lang. Ich habe das dann erforscht, aber ich habe nicht gedacht damals, dass das mein ganzes Leben verändert. Dass durch diese Arbeit ich praktisch so viele Qigong-Experten interviewt habe, also auch Leute wieder in Hongkong zum Beispiel auch und in Taipei wieder später Jahre und Mantak Shia gefragt und andere, dass ich ein ganz anderes Bild bekommen habe über diese Geschichte. Und ich wusste vorher auch gar nicht, dass es so ein Qigong gibt, was wirklich zu tun hat mit innerer Meditation. Qigong habe ich früher Leute gesehen in Taiwan, die waren, ja, das waren so 65- bis 85-Jährige, die Zeitlupenbewegungen gemacht haben. Ich Gänsehaut, wenn du das jetzt erzählst, Carsten, wahrscheinlich, weil dieser Raum gerade Gänsehaut bekommt. Ich ja. Weiß nicht, warum. Aber wenn du das erzählst, da kommt so viel
also Berührung, würde ich mal sagen, weil das einfach sehr berührend ist, wie du es erzählst, weil du hast ja so viel krass, also du hast ja so viele Menschen kennengelernt und getroffen. Und ich würde gerne, also ich habe dich jetzt unterbrochen, einfach weil ich einfach super neugierig bin. Was ist das, was du gelernt hast von diesen Menschen? Ganz vieles. Dass wir einmal wirklich unseren Träumen folgen sollten. Dass es wirklich wert ist, all in zu gehen. Und den Träumen, die vom Herzen kommen. Nicht den Träumen, die aus einer Reaktion kommen. Das ist ganz wichtig auch. Also, weil ich als Kind nicht gesehen werde, muss ich berühmt werden oder so. Das meine ich nicht, sondern den inneren Träumen folgen. Und ja, dass wir ein unglaubliches Potenzial in uns tragen, was normalerweise immer verborgen ist, versteckt ist. Und das Wichtigste ist, dass dieses Leben was vollkommen anderes ist, als ich normalerweise in der dreidimensionalen Realität wahrnehme und dass auch ich jemand anders bin als nur mein physischer Körper. Dass dieses Sein so viele tiefere Ebenen hat und Facetten hat. Das hat mich am meisten berührt. Und dass es wirklich wie in eine Unendlichkeit geht. Und ich muss da noch was zusagen zu. Gerne. Weil es gab noch eine ganz, ganz wichtige Begegnung, bevor alles kommt, was dann danach war. Also wir sind ja am Anfang dieser Geschichte, aber am Ende von dieser Kung-Fu-Zeit. Und ich hatte ja über Qi geschrieben und so viele Bücher in der Hand in der Universität. Habe ich immer so ein Buch genommen und gemerkt, ja, das hat er auch zusammengefasst irgendwie von alten Schriften an der Uni, aber das Buch war irgendwie leer. Und merkte ja, alles Theoretiker so. Und dann durch mein Studium hatte ich ein Buch in die Hand bekommen über Qi, Chakren, Meridiane, therapeutische Prozesse und den Zusammenhang mit allen spirituellen Traditionen dieser Welt. In die Hand genommen. Ich dachte, wow, das ist ja krass. Ich habe nur das Buch in der Hand gehabt und mein Tag war ein anderer. Dann habe ich gespürt, Wie hieß das Buch? das ist von Dr. Motoyama. Das begann mit Chakren, Qi und ja, und dann Spiritualität, etc. Und diese, ja, ich kann das nochmal nachschauen für dich, weil der hat ganz viel geschrieben. Also auch einzelne Artikel darüber. Dann merkte ich, wow. Das ist ja krass. Und da habe ich dann auch die Verbindung zu Chakren mehr verstanden und die Verbindung wirklich zu allen spirituellen Traditionen dieser Welt. Also wo die Kernpunkte sind, wie das vernetzt ist. Aber das hat mich auch ganz tief geprägt, weil ich habe dann gedacht, ich möchte Dr. Motoyama treffen und habe dann gesehen, der hat eine eigene Uni gegründet in Tokio, die all dies erforscht weltweit mit ganz berühmten Yogis, die sie untersuchen und sowas. Und er selbst gilt als erwachter spiritueller Meister. War schon um die 70. Und die Uni gibt es sogar auch in San Diego, nicht in San Francisco, in San Diego in Amerika. Ja, dann bin ich nach Japan geflogen. Und das war für mich auch spannend. Ich dachte, ja, ich will jetzt. Also es war Studiumende, ich will beruflich die Sachen machen und ich fliege dann nach Japan, bin eigentlich, weißt du, in Japan nobody, weil ganz Japan basiert darauf, dass du eine große Visitenkarte hast und sagst meinetwegen, ich bin jetzt Doktor sowieso und ich forsche hier 10 Jahre an der Geschichte und dann rufst du bei der Uni an. Ja, und das war ja immer der Leiter der Uni, der leitet noch andere Unis und Dr. Motoyama parallel hat auch bei der UNESCO gearbeitet, um die Entwicklung der Welt mit, also vorauszusehen. Und da wurde er als, ich weiß nicht, welche Aufgabe er da hatte, der wurde da als Rat herbeigezogen. Okay, ich bin an seine Uni gegangen und habe den Manager gefragt, ob ich Dr. Motoyama für ein Gespräch treffen kann. Und er hat sich einfach nur kaputt gelacht. Und dann dachte ich, wow, das ist ja jetzt krass. Bin hier extra hingeflogen. Und dann sagt er, ja, Sie können sich aber gerne in diese Liste eintragen da. Und dann rufen wir sie vielleicht nochmal an. In der Liste waren schon 50 Personen. Und dann dachte ich, oh, der muss wirklich berühmt sein oder irgendwie ganz wichtig sein hier.
Und ich konnte ja nicht mal Japanisch und hatte keinen, der mich vorgestellt hat. Also habe ich mich in die Liste eingetragen. Und dann sagte er, ja, warten Sie mal eine Woche. Also ich habe eine Woche auf das Gespräch gewartet in Japan. Ich hatte da nichts zu tun. Und dann habe ich angerufen. Und dann ist der Manager wirklich ausgeflippt. Und Telefon, das werde ich nicht vergessen, hat gesagt, ja, Motoyama freut sich über Ihren Besuch und so weiter. Und dachte ich, das ist ja toll. Und weißt du, das berührt mich jetzt auch, weil das war so ähnlich wie mit dem Mönch. Und dann habe ich den persönlich gesprochen und gesagt, was ich praktiziere und er hat mir dann vieles erklärt, auch Sachen, worauf ich achten soll. Aber eigentlich war so ein Kernpunkt, dass beim Rausgehen mir der Manager auch noch sagte, ja, da hatte ich auch empfangen, weil das ist hier, das gehört zu deiner Lebensaufgabe. Das ist deine Vision, deine Mission, wo, wie das alles zusammenhängt. Du wirst das weiter erforschen. Und dann merke ich so, da habe ich auch Gänsehaut bekommen. Und auch gemerkt, dass was ich mich am meisten durchzieht, all die Jahre danach, ist dieses Thema, wie hängt alles zusammen, was ist Realität? Und ich komme aus dem Daoismus, aber der Daoismus ist nur ein Element. Ja, es dreht sich mehr um, was ist Realität, wer bin ich? Und was hat es auch zu tun mit Entfaltung von Chakren, Öffnung von Meridianen? Das ist ja eigentlich mein Spezialgebiet auch geworden. Also Meridian, Energiemeditation mit Chakren und weltlicher Transformation. Und ich hoffe, ich kann in den weiteren Lebensjahren, oh, ist ja schon so viel vergangen jetzt, noch einiges dazu beitragen zum Gesamtverständnis von dem Thema. Ja. Also, ich glaube, du hast also super, also ich glaube, was sich eins in deinem Leben immer durchzieht, wenn ich das mal so sagen darf, ist, ich glaube, du folgst dem Zufall und zwar über den Impuls des Herzens und dadurch triffst du ja Menschen, die in Resonanz gehen mit dem, was du ja auch bist und wirkst. So würde ich es jetzt beschreiben. Und ne, die Elemente, die du ja auch lehrst oder die auch weitergibst, die haben ja auch eine Tiefe. Also das ist ja nichts, wo man sagt, okay, also jetzt würde ich beschreiben, das ist ja nichts, was man irgendwie so, das machst du mal einen Monat und dann ist gut, sondern das ist ja, wie du es sagst, eine Praktik, die du tief integrierst und die auf mehreren Ebenen auch aufbaut, damit es auch, so würde ich es jetzt interpretieren, nachhaltig ist und nachhaltig klingt und schwingt. Und dadurch halt auch nicht was ist, was ich mal so mache, sondern das ist ja ein Weg, den ich gehe und das ist eine Entscheidung, die ich gehe. Und das zieht sich bei dir ja auch durch im Leben, so wie ich das jetzt wahrnehme, dass du klar deinem Herzen und deinen Entscheidungen folgst. Und das kannst du dich auch mal, wenn du hier zuschaust, einfach mal die Frage dir stellen, wie straight oder wie ernst bist du wirklich zu dir? Und die Gegenfrage, wo folgst du überall deinem Herzen und dem Impuls? Weil das ist das, was ich bei dir, Carsten, super stark mitnehme, ist auch dieses, ja klar, Zufall gibt es nicht, aber das, was du da sagst, auch in Japan und die Erfahrungen, dann wirst du ja auch geleitet und geführt. Und auch diese Demut zu haben vor dem, was da durch dich durch darf und was da auch sich mit dir zeigt, ist ja auch, wenn man dich hört, so würde ich es jedenfalls wahrnehmen, auch super präsent und super da. Und da ist nicht irgendwie was, ich muss jetzt irgendwie, sondern es kommt. Oder? Ja, und das ist gut, dass du sagst. Und ich möchte was ergänzen damit. Also wir wollen ja auch den Zuschauern was mitgeben. Das ist ja deine Idee auch. Und Ja. ja, also was ich ergänzen möchte, ist, es ist auch nicht immer so leicht, wie es scheint. Es ist in meinem Leben nie so ein durchgehender Flow gewesen, dass es sich immer nur toll anfühlt. Es ist so ein Flow. Aber dann kommen natürlich auch Perioden, wo ich kaum was verdient habe und dachte, wow, wie geht das jetzt weiter? Ja. Oder Krisensituationen im Leben, Wandlungssituationen, die sich manchmal 2, 3 Jahre hinziehen, die sind dann auch Teil der Geschichte. Und im Nachhinein merke ich, dass ich dadurch am allermeisten gelernt habe. Also durch solche Wandlungsperioden, egal wie die sind, weil das hat ja jeder in seinem Leben. Also es war nicht nur so ein Flow, wo alles immer schön ist, sondern da gab es wirklich mal Schwierigkeiten, Auseinandersetzungen oder neue Phase oder von meiner Seite so ein Gefühl, ich bin hier verloren, wie geht es jetzt wirklich weiter? Aber weißt du, wie in einem Film, so ein Mittelteil, wo man denkt, meine Güte, ja, hoffentlich schafft er das noch. Oder sie.
Aber im Nachhinein spüre ich, diese Phasen waren wichtig oder sind wichtig gewesen. Ja. Und das ist so wichtig, was du sagst, finde ich, weil es eben nicht nur das Positive ist. Die meisten schauen immer nur dahin, wo die Leute gerade sind und was sie getan haben. Aber wie der Weg dorthin war und was sie alles in ihrem Leben meistern durften, das ist genauso wichtig. Genauso wie Schattenarbeit oder Lichtarbeit. Genau, Ich glaube, beides genau. gehört zusammen. Und ja, du hast was Spannendes gesagt, Carsten, und zwar zum Thema Realität und Chakren-Meridiane, wo das auch dein Expertengebiet ist, so wie es jetzt rausgehört ist. Was gibt's? Wie entsteht aus deiner Sicht Realität und was hast du vielleicht so, was dir kommt zum Thema Chakren-Energiearbeit, wo du sagst, Mensch, das sollte eigentlich jeder wissen? Wow, wie entsteht Realität? Also Realität ist ja von vornherein da. Die Frage ist, wie können wir sie wahrnehmen? Und ich würde eher so sagen, die meisten Menschen, die ich treffe, sind wirklich vollkommen identifiziert mit dem Alltag, mit den persönlichen Themen, die sie haben oder mit ihrem Ziel, was sie erreichen möchten, aber nicht so sehr mit tieferen Seinsaspekten, also Ebenen, wo wir verbunden sind mit dem Leben. Und eine zum Beispiel ist ja ein Familienfeld, das gibt es auch in der Aufstellungsarbeit. Weißt du, kann ich ein Familienfeld aufstellen, aber auch ein kollektives Feld von Deutschland oder eine andere Vernetzung zu seelischen Ebenen, die es auch geben mag, zu Ahnenlinien und so weiter. Das ist jetzt nur ein Beispiel, liebe Freunde, weil was ich sagen will, ist, dieses Feld wirkt ja permanent in mein Sein hinein, ist aber für die meisten Menschen gar nicht vorhanden. Und was zum Beispiel spannend ist, wenn wir weil du auch über Meridiane gesprochen hast. Wenn wir ganz tiefe Meridiane öffnen, also nicht die normalen Meridiane der Organe wie Lunge, Niere, Leber und die Nebenorgane, Lunge wäre jetzt Dickdarm, ja, Niere ist Blase, etc., sondern die sogenannten Wundergefäße. Ich mag das deutsche Wort nicht. Im Englischen heißen die manchmal auch Psychic Channel. Also das sind so tiefe Meridiane, die eher wie, nicht wie ein Fluss sind, sondern ja, wie ein riesiger, sag mal, wie ein riesiger Fluss, wie der Mississippi oder der Nil, der dann alles Umliegende nährt. Ja. Und diese tiefen Meridiane, also zum Beispiel hinten Rückenmark hoch, vorne hoch am Körper über die Drüsen und die Verbindung vom Beckenboden zum Scheitel, ähnlich mit dem Yoga auch. Diese Meridiane sind gleichzeitig mit tieferen Seinsebenen verbunden, in die man in die Meditation eintritt, wo man eine Grenzenlosigkeit fühlt oder geistige Qualitäten bekommt auch von klarer Sicht, Visionen und so weiter oder eine andere Anbindung. Und wenn sich diese Meridiane tief öffnen, dann ändert sich auch mein ganzes Lebensgefühl, weil ich fühle mich dann getragen, eingebettet. Und das ist wichtig. So, das ist ein Bezug von den Meridianen zu so seelischen Ebenen, denn physisch sind wir erstmal körperlich hier. Aber zum Meridian- und Chakrasystem, ja. Das Chakrasystem ist mehr aus dem Yoga-Bereich, Meridiansystem mehr aus dem chinesischen Bereich. Das Meridiansystem ist näher am Körper. Das Chakrasystem ist mehr im spirituellen Bereich. Aber guck, ich mache Chakra so, weil es verschiedene Chakren sind hier, die Meridiane so eine Bahn. Das Chakrasystem hat ja auch Nadis. Die sprechen ja von Chakran-Nadis. Das heißt, da sind auch wiederum Bahnen und die Meridiane haben auch sogenannte Dantiens, innere Energiezentren, also wie den Kristallpalast im Gehirn. Das sind so Zentren, die praktisch da liegen, wo die Chakren auch sind. Kristallpalast im Gehirn entspricht den oberen beiden Chakren, Scheitelpunkt, dritte Auge. Oder das Zentrum im Gehirn, der Dantien Entschuldigung, der Dantien im Herzen, entspricht eigentlich dem Herzchakra. So heißt, da ist eine Parallelität, eine Vernetzung von beiden Systemen. Deine wichtigste letzte Frage war ja eigentlich, was sollten wir über Meridiane, Chakren wissen? Auf jeden Fall, dass eine normale Balance der Meridiane noch nichts zu tun hat mit dem Öffnen der tieferen Wundergefäße, also diesem mittleren Kanal. Das geht auch einher mit dem Öffnen der Chakren. So kann ich sagen, in einem Satz, diese tiefen
Wundergefäße, Jungmai, Renmai und Dumai besonders, also Rückenmark, Skanal und vorne über die Drüsen hinauf, sind genau wie die Öffnung der Chakren, und das geht parallel, ja, ein weiterer Schritt in unserer Evolution. Bedeutet, dadurch verändert sich unser gesamtes Sein, unser Menschsein, und wir kommen sogar teilweise darüber hinaus, weil wir immer mehr eine Anbindung finden an andere Seinsebenen. Und dies geht einher mit der Veränderung des Nervensystems und vieler körperlicher Prozesse. Das ist nicht so ohne gemacht. Heißt, das ist wirklich der Hammer. Ja. Das ist eine Geschichte. So, wir sind praktisch zwischen Affe und dem Göttlichen, wenn man das so sagen darf, als Mensch. Und da gibt es noch eine Entfaltung in eine andere Ebene, die eigentlich in uns angelegt ist. Und die wenigsten Menschen wissen das. Viele denken, es dreht sich bei Chakren um Chakra-Balance. Nein, dreht es sich nicht. Es dreht sich um wirkliches Öffnen der Chakren zu einem anderen Verständnis von, wer ich bin, was Leben ist und wie zum Beispiel Beziehungen funktionieren zum Leben, zu Menschen. Und da gibt es einen Kernsatz. Die unteren Chakren, wie Sexualchakra, Bauchraum, Solarplexus, haben auch sehr viel mit Traumata zu tun. Bedeutet, sie öffnen sich nicht nur durch Energiearbeit. Energiearbeit und Konzentration ist ein großer Teil, bewirkt aber nichts, wenn ich nicht auch die Schattenseiten ansehe, die dabei hervorkommen. Das Herzchakra ist ein ganz anderer Schritt, weil um das Herzchakra zu öffnen, braucht es einen Schritt von mir aus meinem persönlichen Leben raus, auf meinem persönlichen Lebensziel zu einer Verbindung. So, wer bin ich eigentlich als Mensch hier, als Teil der Gesellschaft? Was kann ich der Welt mitgeben? Und ja, siehst du, das Herz an sich ist auch, ja, es ist ein Schritt vom Ich zum Wir. Man sieht mehr das Miteinander, die Beziehung, die Verbindung zur Natur, etc. Es ist wie beim Klimawandel. Ah, ich sehe mich als Teil des größeren Ganzen. So, wie können wir jetzt etwas machen? Und gleichzeitig auch, Herzchakra lässt sich mit Energiearbeit gar nicht mehr öffnen, sondern einfach mit Herzenskraft. Und deswegen gibt es ja bei den Buddhisten auch viele Meditationen für Mitgefühl und lange Stille. So, Herzchakra braucht Zeit und Raum und gleichzeitig die Integration, ganz wichtig, von all den unerledigten Themen oder Traumata der Kindheit. So, die oberen Chakren, das ist ein bisschen sterilisiert jetzt, aber es bringt es, glaube ich, schon auf den Punkt. Die oberen Chakren, vom Herz begonnen schon, zu Kehlkopf, dritte Auge, zu Ajna Chakra und Scheitelpunkt. Da gibt es manchmal auch noch übernommene Traumata, zum Beispiel aus dem Ahnen-Familienbereich, die im Gehirn hängen und die blockieren. Aber in der Regel haben die gar nichts zu tun mit Energiearbeit. Die Energie unterstützt das nur, sondern immer mit einer tieferen Erkenntnis darum, wer ich bin. Also ich kann die gar nicht öffnen, wenn ich mehr Energie haben will oder mich da konzentriere aufgrund eines persönlichen Anliegens, sondern sie öffnen sich durch mein Verständnis von Realität. Und das ist zum Beispiel auch ein Punkt, warum es in tiefen Traditionen, wenn die Schüler oder Teilnehmer dieser Praktiken oder dieser Traditionen weiterentwickelt sind, dann etwas gibt wie Sutren oder Mantren oder heilige Texte oder Gespräche mit dem Lehrer, sodass sich die Sicht von Realität ändert. Und das unterstützt dieses Öffnen der Chakra. Ja. Wow, da hast du viel. Ich finde es in meiner Wahrnehmung sehr kondens zusammengefasst, was ja auch so wieder heißt, so, naja, es gibt nicht nur das eine oder andere, sondern alles hat irgendwie verschiedene Facetten. Und das, was du so schön sagtest, vom Ich zum Wir, ist ja auch ein wichtiger Satz, finde ich, weil wir jetzt auch schon fast am Ende des Interviews sind. Ich weiß, du hast schon überzogen. Ja. Genau, und ich heute schauen darf,
dass wir so ein bisschen auch für dich nochmal eine der letzten Fragen stellen dürfen. Und eine der letzten Fragen ist, welche Herzensbotschaft kannst du dir, dem Zuschauer, jetzt mitgeben? Und was darf der Zuschauer konkret jetzt umsetzen nach diesem Interview, um es nicht in der Vergangenheit zu lassen, die es ja nicht gibt, aber um es sozusagen jetzt es auch zu integrieren? Also was ist die Herzensmessage von dir und was ist das, was der Zuschauer, wenn das Video vorbei ist, konkret umsetzen darf? Also, das erste hatte ich schon gesagt, ist folge deinen Träumen, folge ich deinem Herz. Das ist auch, wenn alles im Außen dagegen zeigt gerade. Das ist die wichtigste Message. Ja. Nicht folge deinem Herz, weil es so alles aussieht, als wenn es so leicht zu folgen ist, sondern folge deinem Herz und dann wird was kommen. Das macht Sinn. Ja, ich glaube, es ist jetzt nicht der Raum, eine Übung noch zu zeigen und zu machen, weil es dauert noch mal eine halbe Stunde. Ja, oder länger auf jeden Fall. Dann würde ich zusammenfassend sagen, jede Form von Herzmeditation ist sehr hilfreich und bringt dich in Kontakt mit deinem Herz. Ich mache zum Beispiel oft eine Meditation, wo ich im Bauch beginne, in mein Herz gehe und dann einatme aus der Natur ins dritte Auge, sodass das hier sich auch leicht öffnet und dann ausatme ins Herz und ich sehe eine Lotusblüte im Herzen und sehe dann, wie das Herz immer mehr aufgeht. Also ich lasse meine Hand atmen wie eine Lotusblüte. Und das kann man viele Minuten machen, praktizieren, bis man immer mehr in Kontakt kommt mit seinem Herz und das Herz in alle Zellen scheint. Und es gibt viele andere Methoden, aber das ist eine einfache Methodik. Und es lohnt sich, das umzusetzen, neben auch dem Schritt zu sehen, was liegt denn an im Alltag, was kann ich da vom Herzen noch tun. Das ist wichtig. Es darf keine isolierte Übung bleiben. Ich bin da vernetzt. Ja, mit meinem Partner, meiner Partnerin, mit Freunden, mit Familie, Umfeld. So was liegt da als Schritt an. Und ich würde immer mitgeben, dass es wirklich die Körperlichkeit braucht als Element. Und ja, es gibt keinen Shortcut. Ich habe das sehr oft erlebt, weil ich habe auch viele verschiedene Menschen jetzt in meinem Coaching gehabt. Ich mache ein bisschen Einzelcoaching, eigentlich für Teilnehmer meiner Kurse oder Seminare, aber auch für Leute, die länger Praxis machen. Also manchmal 20, 30 Jahre Praxis machen und dann hier kommen. Und ich habe gesehen, viele übersehen die Körperlichkeit. Und ich kann meine Liebe fühlen und mein Herz fühlen, aber die Wut liegt in meiner Leber und die Angst in meinen Nieren. Und wenn ich dem keinen Ausdruck gebe, körperlich, die Organe sind ja auch körperlich, und wenn ich das dann nicht fühlen darf und lebe, dann kommt diese Wut immer wieder durch und geht auf mein Herz. Und da kann ich noch so viel Herzmeditation machen. Da wird dann irgendwie nicht weiter was passieren, weil da ist eine Grenze. Also es braucht ein Anschauen meines Innenraums und auch ein Lebendigwerden im Körper. Weil wir leben immer mehr, leider, und das wird eines meiner Themen sein, die nächsten Jahre auch, in einer Welt, wo die Leute mehr im Kopf sind, mehr Stress haben im Gehirn, wo Algorithmen das Leben bestimmen, auch digitale Medien, aber wir uns weniger fühlen. Und wir brauchen dieses sich fühlen, bei sich ankommen, um überhaupt ins Gefühl zu kommen und in die Liebe zu kommen und in die Lebendigkeit. Und dieses sich fühlen hat auch körperlich zum Beispiel damit zu tun, dass meine Lunge aufgeht, Raum hat. Die Lunge ist mein Kontaktorgan zur Welt und ich fühle die Welt über die Verbindung zur Haut, über Berührung, über Geruch, über meine Hände und Füße, über meine Kinästhetik. Es soll jetzt nicht zu so kompliziert werden. Was ich sagen will, ist, wenn ich einfach still dort sitze und eine Herzmeditation mache, aber meine Lunge geschlossen ist und meine Wirbelsäule fest ist, ist es so, als wenn ich mir eine Rose kaufe und dunkel mein Zimmer ab. Und stell einmal so ein bisschen Wasser hin und komm in 2 Wochen und frag, warum ist sie nicht aufgeblüht? Weil mein Herz wohnt in der Lunge. Das ist ihre, das ist seine Wohnung. Ja.
die Wohnung meines Herzens. Und das Herz braucht diesen Raum von der Lunge und die Unterstützung der Lunge und auch meines ganzen Wesens, um zu erblühen. Wir sind nicht ein Herz, wir sind ein Wesen. Und das ist wichtig. War schon wieder eine Menge, ne? Ich glaube, Ja. es war super, super wertvoll und gibt so einen ganz, ganz, ganz kleinen Einblick von Carsten, was er in den letzten 40 oder mehreren Jahren mitgenommen und gelernt hat. Und wenn du Lust hast, mehr von Carsten kennenzulernen, findest du unten drunter Links und Informationen von Carsten, wie du mit ihm in Kontakt kommen kannst. Carsten, ich danke dir wirklich von Herzen, dass du heute beim Herzflow-Kongress Gerne. 2023 dabei warst. Hat mich sehr gefreut und auch, ja, hat mir auch mein Herz geöffnet. Und ich fand das toll, so intuitiv ein Interview zu machen, ohne Fragen, die vorher abgesprochen sind und das Ganze. Ja, super, Timo, danke. Danke dir, lieber Carsten. Also, jo, ciao.